So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Run All Night. Ich habe mir den jetzt angeschaut. Der läuft ja ab jetzt im Kino, der neue Film mit Liam Neeson. Und was der so kann, das erfahrt ihr jetzt. Sean und Jimmy sind seit ihrer Kindheit beste Freunde. Als dann Sean sein erstes großes Business eröffnet, ist zu Beginn nicht alles legal und Jimmy erfüllt dann oder erledigt dann für ihn sozusagen die Drecksarbeit und bekommt dafür halt finanzielle Unterstützung. Mittlerweile ist Jimmy alt geworden und praktisch im Ruhestand. Seans Sohn will mit ins das Geschäft seines Vaters mit einsteigen. Jimmys Sohn ist Chauffeur und will ihn nicht in der Nähe seiner Familie haben wegen seiner Vorgeschichte, was er früher getan hat, und er will eigentlich da sein, aber er lässt ihn halt nicht. Und ja, als es dann zu einem Zwischenfall kommt, in dem Jimmy Seans Sohn tötet, ja, will Sean auf jeden Fall Vergeltung. So viel jetzt erstmal zur Grundstory. Das Ganze geht dann so halt wirklich durch das Run All Night. Also die sind auf der Flucht die ganze Nacht, sowohl von der Polizei als auch von diesen Gangstern sozusagen. Liam Neeson spielt hier wieder mal den klassischen alten Haudegen, würde ich jetzt mal so sagen, und bekommt mit Ed Harris hier wirklich einen sehr starken Gegenspieler. Wobei ich sagen muss, ich fand, dass Ed Harris hier viel zu wenig Screentime hatte. Also er war viel zu wenig zu sehen. Sehr gerne mehr von ihm gesehen. Und auch Joel Kinnaman, den kennen viele vielleicht aus dem neuen Robocop, spielt hier ebenfalls sehr gut und insgesamt kann der Cast wirklich überzeugen. Es sind auch viele interessante Gesichter dabei. Und ja, jetzt komme ich zum Technischen. Technisch gibt es viel handgemachte Action, zusätzlich einige schöne Effekte. Der Film hat ja so einen sehr schönen Look bekommen, sehr cineastisch ist das Ganze umgesetzt worden. Und wegen den Effekten, da gibt es halt so coole Kamerafahrten, so über New York hin und her und so ranzoomen ganz schnell, und das sieht halt echt gut aus. Und ja, zusätzlich kann man sagen, die Waffensounds sind auch echt richtig gut geworden und klingen richtig satt und kräftig. Und ja, deswegen komme ich auch schon zu meinem Fazit. Run All Night ist wieder ein typischer Liam Neeson-Film, allerdings hier mit etwas mehr Tiefgang. Es werden viele verschiedene Aspekte und Hintergründe gezeigt. Trotzdem verliert die Geschichte bis so kurz vor dem Finale hin etwas an Fahrt und man denkt sich, okay, wie soll das jetzt noch weitergehen? Weil am Ende tröpfelt das dann nur noch so vor sich hin und man denkt sich, ja, okay, jetzt mal wieder was Relevantes oder so. Schauspielerisch und technisch kann man nichts sagen, kann auf ganzer Linie überzeugen und deshalb kann ich den Film zwar empfehlen, doch er kann leider nicht mit der Spannung wie zum Beispiel von Nonstop mithalten oder auch mit der Action von 96 Hours nicht. Deswegen ist ein cooler Film, hat eine schöne Stimmung, ist eine interessante Geschichte, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, in diesem Sinne bin ich auch schon am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!